Drei YouTuber, ein unendlicher Parcours. Ich habe wichtiger bei Sepp und er vor einen Parcours laufen lassen. Der Haken? Der Parcours ist unendlich. Aber wie habe ich das gemacht? Zusammen mit Royal Pixels Bildern und Developern haben wir einen Server erstellt. 100 Boxen, 20 Jump'n'Runs, 20 Designs und die alle mit Hilfe eines Plugins zusammengemixt und unendlich gemacht. Die wahre Challenge bestand also darin, wer es als erstes checkt, dass es unendlich ist. Schreibt mir in die Kommentare, wer war am meisten lost. By the way, checkt mein Twitch ab, Daily Streams. Und jetzt viel Spaß. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh mein Gott, warum bin ich hier? Wir machen ein Parcours. Okay, Sepp, du bist jetzt hier. Für welche Tür entscheidest du dich? In dem Minimiste ist Robert in der Kiste, in dem Minimac und du bist weg. Also, erstmal wichtig, entscheide dich für eine Tür. Zwei! Wähle eine Tür. Siri, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 2. Zwei. Okay. Was ist überhaupt der Grund? Also, warum muss ich das auswählen? Du musst versuchen, dass du am schnellsten mit dem ganzen Parcours fertig bist. Über deiner Hotbar siehst du einen Timer. Ja. Boah, ich bin sauschnell, ne? Mal sehen. Und jetzt? Falsche Entscheidung. Spaß. Bist du dir sicher, dass du durch die zweite Tür willst? Will ich. Okay. 3, 2, 1, go! Und jetzt auf die Steindruckplatte und dann geht's los. Okay. Da ist die Steindruckplatte. Achso, okay. Let's go. Die Sprünge sind nicht so schwierig. Ja! So ein Sprung ist fies, Mann. Das war ein Vierersprung. Und was, jetzt keine Schwierigkeit dabei? Wer hat die Kack-Map gebaut? Ja, Simply Fuse und Luca. Ach, Digga, komm, scheiß drauf. Was ist das für ein dummes Video? Ich bin Jump'n'Run-Profi, Digga. Ja? Also denkst du, du bist so der Beste von den Teilnehmern dann? Ja, safe, guck doch mal, wie ich springe. Was? Digga, ich gehe durch die Lobby, Junge, als wäre es kein anderer, Digga. Jump League, damals Platz 10. Nein, nicht nein! Würdest du sagen, du hast genügend Jump League Erfahrung? Ich bin kein Jump League, ich bin kein Freak. Ja, du spielst ja nur Papa Platte Parcours um 1 Million Euro. Da habe ich einen Rasierer bekommen jetzt, ne? Wofür? Für meine Haare. Welche Haare? Hey! Ah! Ich kann mal so sagen, es gibt einige. Also du schlägst dich ganz gut momentan. Ich weiß, ich bin der Beste. Also basically geht's darum, dass du... Nein, Bank, Digga, change my mind, Bruder, wer macht da... Bruder, ich bin full Fokus, Digga. Also bis jetzt sieht's besser aus als bei den anderen Teilnehmern. Meine. Trust. Ey, Digga, es ist so lang, es ist wirklich, also. Junge, du bist so fucking schnell. Ja, aber das ist doch nicht das Video, hier muss ja noch ein Twist kommen, oder? Ja, wird halt schwieriger. Irgendwie, ich trolle 5 YouTuber bei meinem Fail-Parcours. Aber es muss ein scheiß Video sein, deswegen denke ich gerade nach. Bin ich gerade der Beste? Ja. Ja, ne? Du bist, bis jetzt bist du der Beste. Bin ich der Erste? Ja. Ja, okay. Nein, das geht nicht! Ja. Der Cheater! Und let's go! Digga, ist ja fast wie YouTube-Karriere von Seox. Ist da. Wenn der jetzt ein Prank gewesen, Digga, ich wäre gequittet. Nein, ich prank dich nicht. Das ist einfach nur normales Dingens. Der Bild hat sich auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben. Merkt man auf jeden Fall. Oh, Mann! Du brauchst Ausdauer dafür, glaub mir. Bruder, wer ist er denn? Er ist auf einmal Ausdauer. Wow. Das wird jetzt noch länger dauern, als du denkst. Denk daran, du willst der Erste werden, Erfro. Ich bin gerade auch der Erste. Mhm. Was schätzt du so, nach wie vielen Minuten wirst du es completen? 4. 4? Ja, ich bin aber ziemlich gut. Okay, den Sprung werde ich verkacken, 100%ig. War gelogen, hahaha. Das Video ist halt wirklich einfach ein super cool, Digga. Wie traurig wäre das jetzt? Also, die anderen waren bei der Zeit noch wirklich 4 weiter hinten. Was ist noch mein Ziel? Das darf ich nicht sagen, aber du bist schon ziemlich weit. Also muss ich das einfach schaffen, das die ganze Zeit. Muss es schaffen. Aber bis jetzt sieht auf jeden Fall fresh aus, alles. Ab jetzt keine Fails mehr, Digga. Wenn ich faile, stehe ich auf. Safe, du hast irgendeinen Geheimagenten organisiert, der für dich gespielt hat und jetzt wusstest ja, du schon. Ja, X-Host so. Spielt für mich gerade. Macht Spaß? Nee. Also ich sag mal so, deine anderen Teilnehmer, die sind jetzt nicht so die Besten. Macht wichtiger mit? Hast du es schon mal geschafft? Ja, ich habe alles durchgemacht. Boah, wie ich hier durch, Alter. Ja, Terrakotta-Ding ist auch sehr cool. Hey, first try? Oh, cool, noch ein Neta-Modul. Jo, besser ist es. So, Tralol, ist das ein Barrier-Block oder? Digga, bei diesem Jump denkt jeder, das ist ein Barrier-Block, aber der geht. Nein, der geht nicht. Ich hab die Barriere gespürt, Bruder. Da ist keine Barriere, da ist keine. Der ist nicht möglich, der ist nicht möglich. Sag mal so eine Einschätzung von der Zeit her. Was denkst du, wie lange wirst du brauchen für den Parcours? Stell dir vor, der Parcours geht einfach unendlich lang. Digga, oh mein Gott, was wäre das für ein Video? Habe ich gerade das Video erraten? Das ist ein ziemlich schwieriger. Der wird noch hart. Hä, aber warum ist deine Zeit, wenn ich es nicht schaffe? Ich glaube, du hast den Prank schon verraten. Kann es sein? Nein, ist kein Prank. Der Prank besteht darin, dass er es nicht schaffen wird, weil es unmögliche Sprünge gibt. Ja, das ist der Prank. Und deswegen wiederholst du es gerade, um mich darin, um mich glauben zu lassen, dass es kein Prank ist. Ja, aber das ist aber auch eine schöne Umgebung hier. Ja, no joke. Ich weiß zwar nicht, was das da hinten ist, aber ignorieren wir das einfach mal. Also. Ich schwöre, das war so ein Bait, Digga.
Ich weiß auch nicht, wie viele noch. Kann ich in die Kisten reinkommen? Oh! Oh! Wenn es um Zeit geht, muss es ja automatisch auch ein Ziel geben. Richtig. Weil sonst wird das Stoppen der Zeit ja gar keinen Sinn ergeben. Das ist wie wenn man an ein... Oh, mein Wecker. Ich pranke 7 YouTuber. Sie machen ein Parcours 10 Minuten lang, 20, 30 Minuten lang und am Ende gibt's kein Ziel. Aus dem Weg! Bruder, die Jumps werden aber auch nicht schwerer, ich sag's dir ehrlich. Ryan Cole, bist du's? Was geht ab, Schoko, Freunde? Stark! Oh, gute Redstone-Kenntnisse, die hier angewandt wurden. Das ist eines der letzten Module. Denkst du, wir sind gleich am Ende? Das denke ich, ja. Der Sprung ist kacke! Noch! Oh, Melonen-Golem, lasst jetzt ein Like da, um den Algorithmus zu pushen. Und wieder durch, Digga. Jetzt kommen schon wieder die gleichen Blöcke. Also die Bilder hatten so viel Kreativität, Digga. Ich sag's so, wie es ist. Diese Wände waren eben schon mal da. Ich bin ehrlich, kann mich gerade nicht so ganz gut konzentrieren bei den ganzen LSD-Wänden hier. Bin ich jetzt durch? Sag mal eine Schätzung an Minutenzahlen, die du brauchen wirst, bis du fertig bist. Ich sag 12 Minuten. Kann es sein, dass es unendlich lang geht? Nein. Wenn ich viele Parcours komme und du schaust einfach, wie lange halt diese Streamer-YouTuber einfach jetzt die Scheiße machen, bis sie keine Lust mehr haben oder sich nicht mehr checken. Du bist jetzt gerade bei Modul 18. Von 30. Vielleicht doch von 20. Ich könnte sogar ab, Digga. Mann, Alter, warum hast du es so schnell erraten? War ich der Erste? Du warst mit Abstand der Erste. Was denkst du, wie viele Module wir gebaut haben insgesamt? 32 wegen halber Stack. Und was sind, wenn es mehr sind? Sind's nicht. Was war das denn? Was schätzt du, nach welcher Zeit die anderen fertig waren? 24. 24 Minuten? Ja. Ist das letzte Modul, Erfo, oh mein Gott. Oh, du hast mich gespoilert. Jetzt weiß ich ja, jetzt habe ich die Bestätigung bekommen, dass ich richtig war. Mann, ich will 24 Minuten schaffen. Wenn du dich jetzt anstrengst, Erfor, dann schaffst du vielleicht 24 Minuten. Also es könnte sein. Aber gute Wiederlehre, Alter. Holy shit, wirklich. Es wird nicht unbedingt schwerer von Schwierigkeitsgrad, aber es ist halt immer wieder aufs Neue gefühlt die gleichen Jumps, um ehrlich zu sein. Wenn du willst mich irgendwie dick damit verarschen oder keine Ahnung so, ich spring dieses Modul. Dieses Modul? Du willst mich so verarschen, Digga. Das wiederholt sich die ganze Zeit. Das Modul hatte ich eben schon. Ist das ein Prank? Nein. Junge, wenn du mich gerade verarschen, dass so ein unendlicher Kreislauf ist. Also, ich schwöre, dieses Modul hatte ich schon mal. Ich schwöre 5 YouTube mit einem unendlichen Jump One. Habe ich jetzt gleich Jump One nochmal? Ja, komm. Ja, komm, komm. Leck Eier. Also, Digga, dieses Modul hatte ich zu der Ruhe, sondern ich auch schon mal. Nein. Nö, Junge, nö. Du hast es nach 11 Minuten gecheckt. Oh mein Gott! Manch einer würde sagen, oh, Erfor, kommt dir das irgendwie nicht bekannt vor? Das tut es! Denkst du, du hast die falsche Tür genommen? Die Module wiederholen sich. Das heißt, das sind alles dieselben Module, nur teilweise... Ey! Du Hund! Deine Idee? Das war meine Idee. Alter. Junge, ich schwöre, meine Hand tut weh. Ehrlich jetzt, Alter. Es ist egal, welche Tür ich genommen habe am Anfang, oder? Ja. Yep. Ach, ich wusste das. Okay, das ist krass. Geil aber. Ja, guter Prank. Was wäre um 2 gewesen? Ja, gar nichts. Ja, sick, Alter. Also die Tür hat nichts geändert, das war eigentlich nur ein Joke. Also die Türen haben wirklich keinen Unterschied gemacht. Du hättest auch 1 nehmen können. Geh mal durch 1. Oh mein Gott, Digga, ich bin jetzt ich bin ja so dumm. Wie fühlt sich so an als Gewinner? Ja, ich bin ja der klügste Mensch der Welt. Ich habe schon viele Aufnahmen von verschiedenen diversen YouTubern schon erraten, weil ich einfach klug bin. Lasst ein Like da. Freunde, ihr wisst Bescheid. Liken, Glocke aktivieren und Kommentar schreiben. Wir sehen uns nächsten Samstag 11 Uhr wieder im Video. Ciao, ciao. Du bist selbst ein richtig krasser YouTuber und hast jetzt aber jetzt schon so die Aufnahme angemacht. An der Stelle lasst doch gerne ein Abonnement und ein Like da, weil das supportet den Algorithmus. Ebenso könnt ihr gerne einen Algorithmus schreiben. Vielleicht kommt das Video in den Trends, People Sugar, man weiß es nicht, aber vielleicht. Und ja.